Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von The Sinking City. Und das ist Also letztens war es nicht so neblig, glaube ich, hier. Aber nun gut, was haben wir denn beim letzten Mal gemacht? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Wir sind irgendwo hingegangen. Was ist das hier? Anwesen der Familie Carpenter. Carpenter, ich ahne was. Brutus Carpenter, ja genau, das war der mit dem, der so einen Klon hatte, ne? Wo wir es nicht wussten, ob oder ob nicht. Den hatten wir gefunden, sein Sohn, der mit dem halben Gesicht hier hat das Ganze übernommen und gemacht. Papa Brut darf nicht den Schlüssel, das haben wir gehabt, ne? Unerwartete Wendung, ich stehe kurz vor einer umfassenden Verjüngung. Es scheint so, dass es zwei Personen von denen gibt, also eine Art Klon oder sowas ähnliches. Alle Spuren deuten auf eine alte Oakmonter Kirche hin, die den Herrn der Wälder verehrt. Vielleicht geben Geschichtsbücher Aufschluss darüber, um welche Kirche es sich handelt. Da waren wir schon. Wir waren auch schon unter Tage und haben dieses komische Vieh kaputt gemacht beim letzten Mal. Eines der bedeutsamsten Gotteshäuser, genau, da waren wir auch. Kulte Erlöserkirche, Antworten sind unter Wasser, haben wir gemacht. Brief aus der Kirche, bis lange hat der alte Brutus ihr Geschenk des Herrn der Wälder. Bop, 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 bop. So, und Graham Carpenters Auftrag. Ich bin der Meinung, Brutus Carpenter muss sterben, damit Graham Carpenter seinen Platz als Familienoberhaupt einnehmen kann. Und ich glaube, das wird schwierig. Wir haben uns ja entschieden, dass wir Graham helfen. Ne? Das ist der mit der Maske hier. Und ja, das heißt Kopf. Und wir müssen... Der war doch irgendwo versteckt gewesen, ne? Wo war denn der versteckt? Hier hinten irgendwo, oder? Ich weiß es echt nicht mehr. Warte mal. Das war der Friedhof, das war das Krematorium. Da ist er geflüchtet. Der war doch hier irgendwo versteckt. Was ist hier? Versteckter Schmuggler, da ist er, genau. Das heißt, hier setzen wir uns die Markierung hin, reisen also nach Salvation Harbor. Und wir stehen auch auf dem Schnellreis... Oh, was war denn das hier unten drunter? Ach, die Throckmorton. Ja, ja. So, wir sind hier eigentlich schon. Super. Und dann geht's hier rüber. Da schräg quer fällt ein. Da. So. Und das heißt, wir müssen ihn jetzt umbringen. Puh. Die Frage ist aber, wer ist das da oben in dem Dings drin? Oder sind wir vielleicht nur willfähriger Gehilfe? Das wäre jedenfalls nicht so gut. Aber vielleicht sollten wir mal... Ach ja, da fehlten ja auch noch haufenweise Munition und den ganzen Kram. So. Wobei können wir... Wir können wahrscheinlich... Psst. Wir heilen uns mal lieber hoch. So. Und dann bauen wir halt hier nochmal. Ein bisschen Puffer haben wir ja noch. Hier können wir noch ein bisschen Munition. Dankenswerterweise. Okay. Ein bisschen Schutz haben wir. So, bin ich schon zu weit gelaufen? Nein, wir stehen kurz davor. So, und hier konnten wir bestimmt noch ein paar Sachen noch mal sammeln. Ja, warte mal. Jawohl. Gefällt es Ihnen hier, Neuankömmling? Na klar. Gewöhnen Sie sich dran. Das Blut ist noch nicht lange trocken. Das hat man hier schon gemacht, ne? Hat man das schon gemacht? Wir sollten den Müll entsorgen. Papa Brut wird jeden Augenblick hier sein. Papa Brut, weil er hier sich einquartiert hat. Insofern ist es die Bestätigung dafür, dass er ziemlich brutal vorgeht, ne? Oh, sehr gut. Ein bisschen Erpressung, ein bisschen Diebstahl. Hier wurde mehr Wert auf Quantität als auf Qualität gelegt. Selbst meine Ausrüstung ist in einem besseren Zustand.
So. Okay, hier waren sie beide. Ich gucke mich bloß kurz hier nochmal um, ne, ob hier noch irgendwie sowas hier zurück. Ne, sowas nicht. Ne, hier ist nichts weiter. Okay, dann werden wir jetzt mal mit den Typen reden. Halt, hier, das meine ich, sowas. Jawohl, mehr kann ich nicht tragen. Okay, das betrifft aber nicht. Nee, da wollte ich nicht hin. Wie gibt's denn Inventar? Gibt's gar keine Schnelltaste, ne? So, was haben wir denn? Schießpulver haben wir ausreichend. Okay, dann können wir mal hier von den Schrot. So. So. Passt. Na denn, auf dass wir sterben werden. Ich würde Ihnen alle Knochen brechen, wenn Papa Brut nicht etwas dagegen hätte. Komisch, ich habe in Ihrem Keller eine tote Frau gefunden. Sie haben sie doch nicht von Ihren Männern umbringen lassen, oder? Schweigen Sie! Sie machen Mary nur Angst. Hören Sie, sie ist nicht auf meine Veranlassung hingetötet worden, junger Mann. Das versichere ich Ihnen. Und die Schuldigen wurden bereits hart bestraft. Ich habe zwar meine Schwächen, aber Frauen oder Kinder haben darunter nicht zu leiden. Mhm. Okay, ist er vielleicht doch nicht so brutal. Ich weiß, wer ihn nach dem Leben trachtet, Mr. Carpenter. Und? Machen Sie es nicht so spannend, junger Mann. Mich würde interessieren, was Sie vorhaben, wenn Sie wieder als Oberhaupt der Familie tätig werden. Alles wird seinen gewohnten Gang gehen. Traditionen gibt es nicht ohne Grund, junger Mann. Okay. Wobei es Sie nicht das Geringste angeht. So, wollen wir petzen oder wir denken mal Graham, also der Sohn sollte das übernehmen, ne? Wir haben uns ja dazu entschlossen. Wissen Sie, ich habe Ihren Sohn getroffen. Ich denke, es wird Zeit für eine Veränderung an der Spitze. Oh. Was war das? Was war das denn gerade eben? Hallo? Was war denn das? Wie überlebt man denn sowas? Ja. Ja, so in etwa. ich glaube, ich muss da rein und vielleicht mit der vollen Härte. Warte mal, ich. Aber habe ich das schon getriggert oder was? Hallo? Okay, da oben ist gerade Action. Ich glaube, der kommt gleich runter. Wenn ich jetzt noch treffen würde, wäre das noch besser. Warte mal, ich muss mal, okay, kann ich nicht. Ja. Man sieht den Schatten hier durch den Boden, ne? Wow.
Hui, 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 hui. Okay, mal. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Mehr kann ich nicht tragen. Aber leider habe ich die falschen Sachen. Warum kann ich die Pistole nicht mitnehmen? Warum kann ich die Schrotflinte nicht mitnehmen? Gut, jetzt, ja. Na, und Wolli? Also, sie war beim Yoga hier. Also, die machen gerade den sterbenden Schwan oder so. Wobei, die macht ein bisschen mehr. Guck mal, das ist die zersägte Jungfrau. Sieht man das? Ich habe mit der Waffe hier, habe ich die zersägt. Da ist durchgesägt. Ja, passiert. Ist interessant, dass sie darunter gar keinen Körper haben. Ne? Eigentlich ist die Jacke nämlich drüber hängend gewesen. Ja, warum auch nicht. Damit haben wir uns dann entschieden, würde ich mal sagen. Ne? Achso, vielleicht sollte ich mal mich kurz heilen hier. Ja, sehr schön. Und dann machen wir mal heile, heile. Und so. Das sieht schon mal gut aus. Wieder nachladen. Wo kommt ihr denn her? Wann haben die mich erschreckt? Na toll. Na super. Ich hab gerade... Vielleicht kann ich ja wieder... Ne, mehr kann er nicht tragen. Schade, schade. Vielleicht muss ich nochmal schnell in den Keller gehen. Und ein paar Gegenstände holen. Hier zum Beispiel Alkohol und Federn. Sehr, sehr, sehr gut. Hier hinten war noch was. Oh, geh mal weg. Was auch immer du bist. Das heißt, er hat sich den Punkt gemerkt, dass wir uns entschieden haben. Und hat uns dann letztendlich wieder den ganzen Weg laufen lassen. Interessanterweise. Also das Spiel. Ja. Schießpulver. Sehr gut. Ist hier noch irgendwas anderes? Ach, da ist noch eine Kiste. Die nehmen wir auch mit. Okay, nehmen wir auch mit. So. Große Entscheidung gibt es hier weiter nicht, ne? Hier können wir theoretisch, doch, praktisch auch. Ah, das... Achso, ist der Bereich, okay. Ja, ja, ja. So, hier ist alles erledigt. Hier gibt es nichts weiter. Nö. Ja, dann, glaube ich, bis wir zurück, war. Ja, wie sieht's denn aus, die Fallmappe? Ich sprach mit Graham Carpenter, okay, so. Ich muss Graham Carpenter davon in Kenntnis setzen, dass sein Vater tot ist. Ich weiß auch nicht, wie er gestorben ist, ne? Kann ja mal passieren. So, da müssen wir hin. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal geradeaus zur Schnellreise. So, und dann geht es dahin. Sehr schön. Und er kann uns da wahrscheinlich helfen, diese Professor Harriet Doe ausfindig zu machen. So, wir müssen hier drum rumlaufen, genau. Hier gab es keinen Hintereingang. Und wir müssen schauen, dass wir noch ein bisschen looten gehen können. Da gab es doch diesen einen Bereich. Da konnten wir immer Sachen einsammeln. So, ja. So, darf ich hier noch rein? Ja, ne? Haben Sie nichts zu tun? Doch, 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 doch. Aber hier kann ich bestimmt noch Sachen. Oder auch nicht. Da geht's bloß hinten raus. Die
Hier gab es da auch noch irgendwas versteckt, ne? Warte mal. Hier ist zum Beispiel eine Kiste. Ja. Da geht's ja nochmal runter. Ach ja, das war die verschlossene Tür, wo wir noch nicht durchgekommen sind. Mehr kann er nicht tragen. Ey, 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 ey. Patronenhülsen, auch sehr gut. Metallteile. Hier kämen wir wahrscheinlich runter über den Fahrstuhl oder sowas, wenn es denn Fahrstuhl wäre. Aber irgendwie... Und das ist hier der Verjüngte. Was gibt's, junger Mann? Bei dem werde ich hier noch nicht schlau. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war, die wir getroffen haben, aber nun gut. Tja, die bekommt man nicht, wenn man im Schützengraben bleibt. Deswegen. Vielleicht ist er doch ein bisschen integer. Gucken wir mal. Ihr Vater ist tot, Mr. Carpenter. Sie sind jetzt das Familienoberhaupt. Freuen kann ich mich darüber nicht, aber ich schulde Ihnen natürlich meinen Dank. Dank. Es war die richtige Entscheidung und eine gute Tat, auch wenn es nicht so scheint. Zweimal musste ich den Befehl geben, meinen eigenen Vater zu ermorden. Und Sie habe ich auch in die Sache mit hineingezogen. Sie sind frei von Schuld. Ich nehme das alles auf mich. Schon gut, Mr. Carpenter. Und, werden Sie mir jetzt helfen? Selbstverständlich. Ich stehe in Ihrer Schuld. Nochmals, danke. Okay, Eisbeutel, was los? Gestürzt? Oder geprellt? Auf Wiedersehen. So, Flucht aus Oakmont. Wir haben jetzt einen Brief, beziehungsweise, ja, wer hilft uns jetzt eigentlich, aus Oakmont zu flüchten? Alle Hinweise gefunden, lass uns mal gucken hier, Fallmappe. Ich habe alles nötige für Freds Flucht aus der Stadt veranlasst. Jetzt wird es Zeit, dass er mir meine Fragen beantwortet. Letztes Mal hatten wir uns im Untergeschoss des Fischmarks getroffen. Das heißt, wir werden wieder zum Fischmark auf Karte setzen. Der Fischmarkt ist hier. So. Okay. Da können wir wieder mit Schnellreise dahin reisen. Es scheint aber so, dass er doch ganz nett ist, der Typ hier. Vielleicht ist es doch richtig gewesen, was wir gemacht haben. Aber letztendlich wissen wir es erst, wenn es soweit ist. Ah, okay. Dann drücke ich mal die Daumen, dass es nur witterungsbedingt ist. So, ab zum Fischmarkt. Dann müssen wir wieder unten in den Keller rein. Wahrscheinlich ist er jetzt tot. Bei meinem Glück ist er jetzt tot. Aber die Polizei ist schon hier. Oh, 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 oh. Das klingt nicht gut. Hallo? Er ist noch da. Ich guck mal sicherheitshalber nochmal. Ich habe mich um Ihr Anliegen gekümmert, Fred. Die Carpenters werden sich bald bei Ihnen melden. Also, haben Sie etwas für mich? Ah, perfekt. Also gut, hören Sie. Ich habe mein Treffen mit einem hochrangigen Mitglied des EOD gebeten. Sein Name ist Ebernote Blackwood. Ebernote Blackwood? Kennen wir den? Blackwood, hm? Dem bin ich wohl schon ein- oder zweimal begegnet. In der Regel weiß Ebernote alles, was im Orden vor sich geht.
Falls also Ihre Professorin vom Orden festgehalten wird, wird es ihm nicht entgangen sein. Ich gebe Ihnen die Adresse des Treffpunkts. Er erwartet mich dort, nicht Sie, also seien Sie auf der Hut. Gut. Danke, Fred. Passen Sie auf sich auf. Danke. Das werde ich. Ui, wir haben ein Gewehr bekommen. Kleidung freigeschaltet. Gangster. Boah. Theoretisch müssten wir mal... Neuer Fall Tauchgang. Wird ja mal besser. Theoretisch müssten wir mal... wir haben einen neuen Fall. Ruhe und Frieden. Ach ja, wir müssen ja noch die Leiche finden. Stimmt ja, da war ja auch noch was. Die sind auch alle auf dem Tauchgang. Was haben wir denn hier? Fotos von Ebernote Blackwood. Nee, denen sind doch nicht begegnet. Ein Foto, das Ebernote Blackwood zeigt. Und Fred konnte ein Treffen zwischen mir und Ebernote Blackwood in die Wege leiten. Wenn ich ihn treffe, muss ich allerdings daran denken, dass er eigentlich Fred erwartet. Der Treffpunkt ist ein überflutetes Bürogebäude in der Sam Reed Street zwischen der Innsmouth Road und der Oak Street. Also, Reed Hates in der Sam Reed Street. Innsmouth und Oak. Reed Hates. Oh Gott, so. Oak, Sam Reed in der Oak Street und Innsmouth, da. Müssen wir hin. Ja, ist halt Urlaubs- und Ferienzeit, ne? Darf man auch nicht vergessen. Leider, leider, leider. So, Rathaus. Waren wir schon im Rathaus? Nee, im Rathaus? Doch, waren wir auch schon mal kurz. Gut, was haben wir denn noch Hübsches? Da nichts weiter. Interessanterweise, ich habe 5 Wissenspunkte. Die sollte ich mal einsetzen, wa? Warte mal, lass uns mal gucken. Regeneration, denn im Nahkampf verursachen mehr Schaden. Du bist im Nahkampf schneller. Du erleidest nur den Heimschaden, wenn du aus großer Höhe, das ist egal. Deine Lebenskraft ist erhöht. Ich glaube, das können wir mal erlernen. Und noch mehr erhöht, das können wir auch erlernen. Das schadet nichts. Du kannst 7 zusätzliche Pistolenpatronen bei dir tragen. Das ist das Maximum, was wir da mitschleppen können. Derzeit können wir nicht mehr so viel bauen. Deswegen ist das ungünstig, da was zu tragen. Aber wir können 25 beliebige Gegenstände zum Fertigen bei dir tragen. Das sollten wir vielleicht erhöhen. Wahrscheinlichkeit. Achso, warte mal. Vielleicht hier so erlernen. Effizienteres Fertigen Explosivwaffen. Überlebenskünstler. Wahrscheinlichkeit steigt um weitere 10%, dass du beim Fertigen Material einsparst. Wahrscheinlichkeit beim Fertigen von Munition Material einsparen. Das klingt gut. Das machen wir auch noch. Ne? Wir haben ja wenig Ressourcen. Habe ich das hier nicht gelernt? Du bleibst deutlich länger bei Verstand. Du erhältst mehr Erfahrung. Doppelt so viele Questgegenstände. Doppelt so viele Questgegenstände als Questbelohnung. Silberzunge. Das könnte man vielleicht auch mal. Aber hier, analytischer Detektiv, du erhältst stets mehr Erfahrung. Mehr Erfahrung heißt auch, wir haben schneller unsere Wissenspunkte. Das machen wir auch noch da. So, Kampf, Reichweite, Granaten, Bomben. Gut, das ist vielleicht hier irgendwann mal was. Aber mal gucken, mal gucken, mal gucken. So, was wollten wir jetzt? Gesammeltes, das ist egal. Fallmappe. Ja. Alles schick bei dir, ja, ne? Alles schick bei dir. Alles schick.